Ja, eine unfreiwillige Pause, Thorsten, dann genutzt zu einem Spiel, Talente und Profis vereint. Wie ist der Eindruck von diesen 70 Minuten? Ja, grundsätzlich erstmal gefallen mir solche Spiele, weil man sich auch einen Überblick über die Jungs aus dem Nachwuchs verschaffen kann. Für uns war es wichtig, dass wir eben die Jungs spielen lassen, die in letzter Zeit weniger zum Einsatz kamen oder aus langen Verletzungen zurückkamen, wie Ahmed Engin auch heute. Und ja, und das sieht man dann in ein oder anderen Situationen, dass da so ein bisschen der Rhythmus einfach fehlt. Aber insgesamt, denke ich, war es dann. In der zweiten Halbzeit war das Tempo ein bisschen höher, haben wir schöne Tore gesehen. War es ein Test, den man sich so vorstellt. Letztendlich gelungener Test, wenn nicht leider die Verletzung von Basti Neumann passiert wäre am Anfang. Ja, hat an seiner operierten Hüfte wieder Probleme bekommen und musste, ja, glaube schon nach 2 Minuten den Platz verlassen. Und jetzt müssen wir mal gucken, was rauskommt. Aber ist natürlich bitter für ihn, dass er jetzt verletzt runter musste. Für ihn, für uns, weil eben eine Option dann auf der Innenverteidigerposition weggeht. Und wir hätten ihn gerne rangeführt. Aber das ist leider das Schicksal eines Sportlers und das Schicksal von Basti Neumann. Aber wir hoffen, dass er, dass die Ärzte da. Ja, zumindest eine gute Diagnose stellen, aber es sah jetzt im ersten Moment nicht ganz so gut aus. Am kommenden Wochenende Pflichtspiel beim SC Oberhausen im Niederrhein-Pokal. Wie sieht die Vorbereitung darauf aus? Ja, das jetzt haben wir erstmal den Fokus drauf gelegt, dass man in dieser Woche so ein bisschen eine Art Kompensationstraining gemacht hat. Wir hatten viele Jungs drin gehabt, wo man gemerkt hat, jetzt auch in Mannheim, dass die wirklich ans Limit gegangen sind und mit Beginn der Vorbereitung einfach auch haben die Jungs viel gearbeitet und wir haben jetzt in Absprache auch mit Andreas Tappe das Training so gestaltet, dass wir versucht haben, so ein bisschen zu regenerieren, aber trotzdem an der Grundlage zu arbeiten. Das haben wir gemacht mit unseren Läufen morgens um 8 Uhr in der wunderschöne Regattabahn, das muss man sagen, und das werden wir morgen früh fortführen. Dann haben wir diesen Part abgeschlossen und ab Montag geht es dann gezielt eben auf SC Oberhausen, wo wir am Anfang der Woche schon nochmal auch im athletischen Bereich arbeiten werden, aber auch schon die Dinge eben versuchen umzusetzen, die uns in Mannheim aufgefallen sind. Positiv wie negativ auch. Da glaube ich, haben wir gute Erkenntnisse rausziehen können. Insgesamt aus den gespielten Spielen. Aber Mannheim war jetzt nochmal ein wichtiges Spiel auch für uns, dass wir ein paar Sachen einfach noch der Mannschaft mitgeben wollen an Inhalten. Und dann ist Niederrhein-Pokal und SC Oberhausen. Und da geht es extrem seriös in die Vorbereitung. Auch da sind unsere Fans wieder heiß. Es werden wahrscheinlich über 2.500 mitkommen. Ja, super. Ich meine, das ist ein Spiel, wo es darum geht, in die nächste Runde zu kommen. Und und Fakt ist, ich bin ein Trainer, ich nehme jeden Wettbewerb sowieso extrem seriös an. Und und wenn dann 2.500 Fans mitkommen, dann ist das immer für uns eine Verpflichtung. Also von daher Vollgas.